Thank you.
bin kalt und stürze mich in den Kampf rein, den Plan wir. Mama sagt, geh doch raus, mach was Schönes und ich sag, wir fahren los. Im Cabrio, geh mal Cabrio. Ob ich eine Playstation verbaut hab, ich sag ja, man, sowieso. Wie eine Xbox, ein PC, ein Dixie-Klo. Wir sind auf dem Weg, man, die Skyline wartet, die Play, sie ist schon warm. Was für ein Pilotenschein, fly wie Peter Pan. Siehst du's auch, die Sonne geht grad auf. Niemand ist hier fertig, denn jeder ist noch drauf. Digga, steig ein in das Gamer Cabrio, gönn dir die Blazy, zock in die Nacht. Ja, zock in die Nacht. Geile Stimmung, geile Spiele, wir sind wach. Wir sind wach, ja. Hol deine Freunde und nimm den Controller, wir haben noch Platz. Im Cabrio. Im Cabrio, Gamer Cabrio. Gestern noch vom PC, heute Cabrio. Fahr nach Saint-Tropez und spielen Super Mario. Mahoney, werf die Nates durch die Games wie Kobe. Was machen wir, als wir kommen?
Offensive Noobs über Tresen schieben, baller ich mit nächsten Liebe. Laber nicht von Pro-Gamer, Panzerfahrer, ich bin immer nur am Bächen, ohne Punkte statt Gelaber. Reine Skills, alle trocken wie die Wüste von Nevada. Ich bin Battlefield-Kanzler, also sowas wie dein Forza. Hab mich unten auf dem Rücken, als die Pick gefressen, werde sich doch treffen, wenn sie kläffen, wie auf Runde messen. Muss ich raus sein, bevor sie vor einer Krippe fliehen. Ich lasse nur einen Rauch auf jeden, wirklich an der Kippe ziehen. Sie labern dauerhaft von Pro-Gamer sein, aber diese kleinen Pumpen passen Schaufenster rein. Damit jeder endlich sehen kann, was du für einer bist. Dieser selbsternannte König, den ich aus dem Mieter trocken will. Meine Forst, aber können nichts abhaben. Wollen was vom Kuchen und müssen den Latz tragen. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Meine Forst, aber können nichts abhaben. Wollen was vom Kuchen und müssen den Latz tragen. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Und sie machen einen auf Boss. Versuchen sich wie Ritter zu schlagen, aber sie fangen an zu jammern, weil sie blaue Flecke haben. Digga, trotz deiner Lage kannst du die Krone nicht tragen. Du bist klar, bin gut, um richtige Gegner zu jagen. Ja, diese Pro-Gamer machen einen auf König und auf einmal 1000 Kills ist schon irgendwie ungewöhnlich. Da war schon gezockt, denn da warst du noch an Mamas Brust. Auf einmal gibt es Hacks und die Kleinen selbstbewusst. Ich bin am Zocken, aber du nur in der Pubertät. Und während ich am Ballern bin, weiß ich, dass ein Sambuka geht. Sie reden immer nur von Einreisen, aber ziehen den Schwanz ein, wenn Kuchen von mir einschreiten. Sie labern dauerhaft vom Pro-Gamer sein, aber diese kleinen Puppen passen Schaufenster rein. Damit jeder endlich sehen kann, was du für einer bist. Dieser selbsternannte König, den ich aus dem Mieter tritt. Machen eine Forst, aber können nichts abhaben. Wollen was vom Kuchen und müssen den Latz tragen. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Machen eine Forst, aber können nichts abhaben. Wollen was vom Kuchen und müssen den Latz tragen. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Machen eine Forst, aber können nichts abhaben. Wollen was vom Kuchen und müssen den Latz tragen. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Machen eine Forst, aber können nichts abhaben. Wollen was vom Kuchen und müssen den Latz tragen. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Hier ist kein Platz, Digga. Nein, nein. Warum gehst du nicht einfach raus? Ich
waren am Reden und sie lästern nur. Gönnen uns nichts, machen einen auf stur. Gameboy mit auf jeder Tour. Ich steh auf. Wir haben ein Ziel, immer nach vorn. Wir sind geboren und nicht geboren. Und egal, ob du uns machst, es ist uns egal, immer nach vorn. Wir sind geboren und nicht geboren. Überall zu tun, Gebiete, die Regierung.
du sollst dich ausrasten. Dieser komische Blick, immer auf die Dinge aufpassen. Controller an die Wand, Bildschirm gleich mit. Hat dein Gamer ein Ziel, ist alles andere egal, yeah. 2 Stunden kämpfen, um ein Dino zu kriegen. Und wenn es dann nicht klappt, muss dein Keyboard dann wieder fliegen. Meine Wand ist jetzt befreundet mit der Maus. Sterb ich an einem Headshot, dann raste ich halt aus. Ganz normal. Niemand kann dir sagen, halt den Ball flach, denn es ist schon behindert, wenn dich gleich jemand kalt macht. Kaum hat man angefangen und schon ist man tot. Nur ein Gamer kann verstehen, warum man deswegen in diesem Weg tobt. Aus dem Wohnzimmer kommst du ein, beruhige dich. Es ist nur ein Spiel und vergiss deine Schule nicht. Wegen dir ist meine Score wieder im Arsch, aber du hast ja keinen Plan, da du nie ein Gamer warst. Und sie sagen mir, ist alles nur ein Spiel, dabei hatte ich doch ein Ziel, bis ich von der Klippe fiel. Und sie sagen mir, ist alles nur ein Hobby. Und auf einmal bin ich schon wieder der Letzte in der Lobby. Du weißt gar nicht. Yeah, du hast keine Ahnung, also rede nicht. Es ist nicht nur Hobby, da es gleichzeitig mein Leben ist. Viele sagen, ruh dich lieber erstmal aus. Aber geh du auch mal zocken und dann weißt du, was du brauchst. Ist egal, was passiert, er hat immer nur 1%. Rennt dann wild herum, als wenn er diese Mist nicht kennt. Könnte rasten, Mama ruft nur, was denn? Ich bin nur umgeben, umgeben von kleines Bastard. Kennst du das? Du bist gerade im Raid. Du machst den Boss fast alleine, aber es ist zu spät. Du wirst nur abgelenkt, weil jemand Deepspeak brennt. Und keine Kommunikation, da dein Teammate brennt, yeah. Oder ein Overwatch, ein perfektes Match. War der Leader in der Runde, aber dann war alles weg. Letzter Angriff, aber sag, was hab ich nur gemacht? Meine Ulti war so peinlich, hab die Ulti nur verkackt. Und sie sagen mir, ist alles nur ein Spiel. Dabei hatte ich doch ein Ziel, bis ich von der Klippe fiel. Du weißt gar nicht. Und sie sagen mir, ist alles nur ein Hobby. Und auf einmal bin ich schon wieder der Letzte in der Lobby. Du weißt gar nicht. Und sie sagen, es ist alles nur ein Hobby. Aber ihr habt den Plan, bitte red nicht. Und sie sagen mir, ist alles nur ein Spiel. Dabei hatte ich doch ein Ziel, bis ich von der Klippe fiel. Du weißt gar nicht. Und sie sagen mir, ist alles nur ein Hobby. Und auf einmal bin ich schon wieder der Letzte in der Lobby. Du weißt gar nicht. Durch Gamer-Regeln gelernt, dass ich nicht rausgehe, wenn das ausbrennt. Es kommt drauf an, wie groß die Flammen sind, sonst chill ich hier. Ein bisschen Hitze, aber halte weiter drauf, denn mein PC ist am Rasten und spuckt selber Wärme aus. Brauch ein Brandanzug und auch 15 Sonnenbrillen. Nee, ich möchte nicht die Sonne sehen, sondern im Dunkeln chillen. Bin ich faul, aber geh auch eigentlich niemals mit dem Müll raus. Schmeiß es aus dem Fenster und dich auf, dass ich die Tonne treff. Sollte draußen vielleicht deine schöne Frau stehen, sag ich nein, Babe, keine Zeit zum Rausgehen. Sollte draußen vielleicht deine schöne Frau stehen, sag ich nein, Babe, meld mich doch ins Skype-A-Game. Wir sind Gamer, scheißen auf das Sonnenlicht. Wir sind Gamer, rausgehen wir nicht. Wir sind Gamer, scheißen auf das Sonnenlicht. Wir sind Gamer,
gehen wir nicht. Wir sind Gamer, scheißen auf das Sonnenlicht. Wir sind Gamer. Tobi, du hast gut eingeschaltet, oder? Was? Ja, bis zum Schluss. Da ist doch so ein Knopf. Ja, wenn wir ihn verloren haben. Okay, also immer wenn Tobi drin ist, dann reiten wir uns vorne nochmal drin. Wir sind schon drin. Wenn ich jetzt da drin bin, dann gehe ich nicht mehr raus. Ich kann nicht kommen, wie wir das nicht können. Egal was sie sagen, ich erhebe meine Faust. Ich bin Gamer, ja Gamer rasten manchmal aus. Ja, das ist Ja. Oh, das war nicht gut. Bitte nicht mal gehen auf das Sonnenlicht. Wir sind Gamer, rausgehen wir nicht. Da will? Ja, Löwenlogistik ist jetzt ein bisschen falsch da, ne? Warte. Achso, ja. Und dann kann er ja schon von hinten ran. Ganz kurz. Ich bin doch. Wieder da. Ja, Tobi ist ja wieder da. Er ist ja zuletzt in den Hocken in den Opern. Ja, ich bin wieder da. Ich bin hier hinten. Ja, ah, fährst jetzt, dann fährst du jetzt einfach vor. Achso, auf Toilette sollten wir jetzt noch. Wie sehen denn eure Taxis aus? Halb voll, halb. Hallo. Warte, ich hab noch nicht mehr was machen können. Zu spät jetzt mal. Wenn ich jetzt nicht fliege, ne? Du sagst mir gerade. Trainer. Okay. Wo sollst du das? Im Bruder machen? Also so auf Vollgas darf ich hier anscheinend nicht so, weil nicht alle hochkommen. Midway, was soll ich denn aus? Ich kann doch mal bremsen. Du kannst bremsen, das tut dir aber so. Ja. Du brauchst doch mal einen Boost von mir, oder? Alter, meine Leute, Arme, Alter, das regt da hinten, Alter. Deine ist schon gleich verkehrt. Hat sie was schon. Alle, so machen wir die Show. Warte, ich will mal was abholen. Da hoch. Wie? Hochkleber. Oh! Ich hab grad gesagt, gute Fahrt, ihr.
Icke haben auch gemacht. Ach, oder mit dem. Norman Disco Nanny C Taste von Motto Chanel. Na, vergiss den Scheiß. Ist ja kaum keiner, nein. Weil wir sitzen gerade neben der Lok. Motor auf! Er hat einen Vorsprung, ich hab zwei. Schlimmer. Scheiße! Motor ist in Funktion. Und die hat die Vorsprung hinterher, Alter. 27 Meter. Ja, oh, die beste. Kann ich gucken, lieber? Ja. Soll ich schieben? Ja, jetzt ist Motor wieder an. Ich muss gleich mal gleich fixen. Oh. Alter, was passiert denn? Ja, das dürfen wir jetzt nicht erwischen, ja. Kann ich mal noch drücken? Ich glaube, wir haben gleich geladen. So ungleich geladen. Ja, die wollte ich gerade sagen, die Stiffness und die Dings, ja, viel zu hoch. Oder zu niedrig, wie man es nimmt. Das ist schon. Aufregerstabilität soll man ja nicht ganz so durchsetzen. Hätte auch mal ein. Hätte auch ein. Ja, hast du eine gute Verbindung? Ja. Hast du auch das WLAN-Kabel reingesteckt? Ja, da. Also ich sitze bei Vordermann, warte. 25 Meter auf, also kann ich nicht schneller fahren, ne? Nee, ich meine, weil ich hier gerade eben drauf, weil mein Werk ist. Warum? Aber warum ist denn so wirklich raus? Weil der Herr so groß anfangen hat und ich dachte, da geht mal gar nichts, aber da kommt nichts. Die Kappe ist vielleicht mal unterschätzt. Weil die Kappe dachte, das ist eine Abnahme, ist ja ein Kopf. Ja moin, die Sette, Logistik. Ich grüße euch. Gut, die Sette. Wer, der Marcel oder Marcel? Moin, Marcel, habt ihr euch angemeldet? 10.5. Von Wolf? Von Wolf, Arthur Kuh, habt ihr euch angemeldet? Ja, ich schmeiß mal einen Link rein. Nein, der Auflieger hält nicht. Ja, ich bin normal jetzt schon.
Bitte normal wiederholen, Marcel, ich habe nicht verstanden. Der hat keine Einladung gekriegt. Ich habe die jetzt den Link nochmal gesendet. Ich schicke ihn dir jetzt nochmal. Jetzt hast du bekommen, richtig? Ja, jetzt haben wir einen. Danke dir. Wir schicken ihn weiter an Martin. Danke dir. Und Marcel, wie geht es euer Marcel da so? Kennt ihr das? Ja, der von mir steht fremd. Was ist denn der? Wo fahrt ihr denn jetzt hin? Rechts, links? Wir spammen nicht, wir wechseln uns ab. Ja, eben. Schick dreimal Matthias hintereinander, ne? Wollen wir. Nichts gesehen. Dann haben wir deine Fehler auch nicht gesehen. Links, rechts, zweimal links. Jetzt die Frage, seid ihr hinten noch richtig? Ne, hier rechts. Okay, dann kommt der Wert gegen. Wir müssten mal vorne ein bisschen viel warten, weil da fehlt der halbe Konvoi. Ja. Dann bin ich gleich am Haus. Warte mal, einen Pausenplatz oder so? Hat er nicht gesagt? Ja, dann müsste ich glaube ich gleich kommen. Wenn der Fahrer bist du gegen. Meine Güte. Ja, es fehlt jetzt schon der halbe Konvoi. Ich weiß nicht, ja, ob ich fahre jetzt gerade 40. Wenn der letzte da ist, also nicht einfach entspannen. Wir haben nur den Kreisel einmal mitgenommen. Lenkrad für Vigat hat vorher geschrieben. Oh. Das nächste Mal, wenn wir einen Konvoi starten und die Leute sind nicht unter der Voraussetzung Pflicht, extra runtergeschrieben. Es ist eine Pflicht, im CS zu sein. Wer nicht dabei ist, fährt nicht mit. Ganz einfach. Oder halt ein Pech, weil er halt nicht mitdenken kann. Dann lasst die da jetzt stehen und warten und ihr eigenes Ding machen und macht euch dann keinen Kopf für zwei Wochen. Ich hab extra drunter geschrieben, es ist Pflicht, ist der SC. Wer es nicht tut, der hat Pech, der fährt beim nächsten Mal nicht mit. Oder? Nein, ich Kalle! Ich wollte nett sein, ihn reinlassen, Mann. Nix nett sein. So, da mich keiner reden lässt, sag's nochmal. Ich hab mehrmals den Link vom TS, hab ich mehrmals in den reingeschrieben.
nicht dabei oder der Feind hat selber schuld und damit ist es zu weit beendet. Also die NFL und Bart und so haben es verstanden, weil wir haben die Einladung so erhalten, wie wir geschrieben. Ja. Der Stand ist ganz wichtig, der Stand ist die ganz unten drin im Text. Und ja. Der Stand drunter, das halt nicht. Nee, das war eine Frage. In Facebook oder wo meinst du? Facebook hat der Bart geschrieben. Bei Facebook bin ich Moderator und da stand das TSG drunter. Also okay. Ganz ehrlich, Leute, wie immer war es gewesen, wir haben Werbung gemacht für Cowboy-Fahrt und ich habe dann einfach gegründet, ich habe den eigenen TSG. Man braucht nicht gleich den Kuss nicht in den Mund. Ja, das Thema abwählen, Euer Mark mag nicht rein? Ein Mark ganz hinten selbst. Achso. Der Erkletter hat sich auf den Holzen gegeben. Ne, ich war hinten. Schatschuhase, wann kam denn der Pausenplatz eigentlich? SWT Just Top 3 in Your Chanel Timeout. Dani 5000 joins Your Chanel in Kapil. Alles ändert sich, ist egal. Euch verbinden diese Momente, die waren. Nachts und Seltschäden, Telefon, Wein. Wer ist jetzt eigentlich hinter mir? Hinter wem? Dieter Löwen Logistik Diskonalität von Your Chanel. In einem Shadow-Teil. Ja. Ach du. Warum verwirrt er wieder, Alter? Mach doch mal, ist das ein Fernsehgeschichte oder macht ihr einen kleinen Kumpel mit 16 Mann oder 15 Mann oder wie? Mehr. Weißt du mehr. Was? Eigentlich sind wir mehr. Entschuldigung. Hallo. Ja. Wenn es nichts macht, dann würde ich noch dazu dürfen. Ach, Dani! Ich habe gar nicht mitgekehrt. Ich dachte schon, dass du für ein Tipp bist, dass du mir hinten willst. Moin, Hallo, kannst du dir mal bitte den Konvoi-Link abspeichern? Dankeschön. Hier wäre der Pausenplatz. Nee, der kommt noch. Warte, hier wird noch. Welche Serverseite denn? Ich weiß. Auf
dem Real Operation Center. Halt die leider nicht verstanden, der TR ist leider abgelaufen. Ich glaube, ihr habt schon die Einladung. Da wäre lieb, wenn du den mal weiterleiten könntest, an die Geschäftsführer mal weiterleiten könntest. Wenn mal der Herr, der sein Mikro in der Nase hat, das mal rausnimmt. Das ist so eine einfache Sache. Das hängt nicht vom Film intern an. Kurz mal Ruhe bitte. Die Pause kommt jetzt. Der große Parkplatz ist jetzt. Keine Ahnung. Wenn ich mich daran erinnere, ist ja noch ein paar Kilometer entfernt. Ah, okay. Also nächster große Pauseplatz ist. Kann man nicht gerne gucken? Ich denke, wir haben Lüfter. Jo. Ein wenig besser. Okay, dann nicht. Passen wir alle da rauf? Ja, da passen ja. Wir alle drauf. Will man, wo stellen wir uns hin? Da müssten wir aber die letzten Mal vorfahren. Wir einmal hinterm Haus rum und dann von Jungs, ganz kurz, verteilt euch auf den Parkplatz. Also fahrt uns nicht alle hinterher, sondern verteilt euch gleich, wenn ihr reinfahrt, okay? Vorsicht, TGT steht hier vorne. Ja. Herr Wetter, war es ein guter Schaden, den du raufbekommen hast? Boah, die sind hier wohl Boah, ich stell mir jetzt hier hin. Ja, 25% ist super, schießt mir egal, ich bin eh nicht. Ich hab mir Mike da auch noch wieder. Das hat auf jeden Fall oben. Gib, du denkst, weil das Collision. Collision Zone. Seid ihr an diesem Parkplatz an der Grenze? Ich bleib jetzt hier vorne stehen, weil hier steht man einfach. Ja, alles klar, ich bleib hinter dir. Genau, Matthias. Ja. Ich stell mich hinter Matze. Wenn du Bialystos hochfährst, auf der A8. Ja. Jetzt eine Abzweigung rüber auf die A16, kurz nach dem okay. Schild. Könnt ihr mir jetzt nochmal sagen, was ihr meint mit Link, wegen Unfall, keine Ahnung was? Der Parkplatz, warte mal bitte. Auf
So. Warte mal, ich muss mal kurz einmal. Gute Reise euch noch. So, das war meine Wenigkeit. Sound of Energy, Inhaber von Part und Crew. Es geht um den Konvoi am 10.5. Ob ihr euch letztens den Anmeldelink schon gesendet habe. Weil ich weiß, Manzi und Marcel habe ich schon im MP gesehen. Und wir wollten euch natürlich die Folge auch mit euch damit einladen. Alle deutschen Speditionen, alle deutschen Speditionen, Event Server, Konsec, wir haben die Absicherung dabei, wir haben die Tuchgeräte dabei, Maximus German Nordrhein-Kauf, Maximus Nordrhein-Kauf. Ich schmeiß einfach mal den Link hier rein. Und würde mich demzufolge freuen. Wer atmet schon wieder? Der Olli. Olli! Ja, ich habe mein Mikro falsch eingesteckt, sorry. Wieder in die Nase gesteckt. Lass ihn auf der Homepage einfach anmelden. Einfach mal, du kannst auch einfach mal bei du kannst auch eintippen bei Google ETS 2 Tart und Co. Dann kommst du direkt auf unsere bevorstehende Konvois. Und da ist alles bevorstehende Konvois. Drinnen auch für Blindgerecht. Drinnen auch für Blindgerecht. Also wirklich so. Das klipp und klar steht da alles drin. Das bitte einfach mal an den Chat-Inhaberin ist weiterreichen. Stellvertreterin Marcel passt ja wunderbar. Schaut euch das bitte in Ruhe an. Das reicht, wenn ihr beide eure Spiele auf der Homepage anmeldet. Auf dem Event-Server. Das wissen alle, die mitmachen, einmal auf der MP-Seite kommt weiter schwer, weil wer sich nicht anmeldet, kommt am Konvoi-Tag, kann sich auch nicht einloggen. Gerne. Ja. Aber jetzt, wo du sagst, wir haben dich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Einfach gut gucken. Ja. Wie man das Zeug guckt, wie ich goldenen Mais verteile ans Volk. Diese Bauern, was haben die gelacht? Keiner stand hinter mir. Nur der Werder statt Tempo erwacht. Ich bin Bauer von Welt. Mit deinem Tick ich Brot, mach ich Geld, mach ich Geld. Zahle für Tag, Jahr für Jahr. Unterstrich-SC-Inhaber Mark left your Chanel and disappeared. Wilma Inhaberin was moved out of your Chanel and disappeared. Grab lieber mit dem Horstiger 10. LKW und sein Aufleger. Jungs fragen mich, was geht. Doch, ich hab keine Zeit, ich bin wieder der unterwegs. Der ihr seid alle so toll, so genial, so gut. Ja, egal, ich bin Farmer. Du bist cool, ich bin Farmer. Ja, ihr seid so toll und wunderbar, so klug. Ey, egal, ich bin Farmer. Du machst was halt bei Anhänger und ich bin Farmer. Bin so, ja, ich will so ein bisschen zappeln, Alter. Die zappelt hin und her. Nicht aber nur die Yacht. Da wo die Yacht drauf ist, das zappelt alle. Ja, das ist normal. Und Kalle steht irgendwie quer in der Parklücke. Also das gerade fahren lernen wir nochmal. Boah, wie diese Bauern und Sounds auf den Nerv gehen, Alter. Ganzen Tiere hinten rum parken hörst. Umquaken? Ja, weißt du, wenn du noch am Tor stehst, auf dem Bauernhof, Tiere hinten. Soundeffekt.
Danke, danke, am Stall, das hörst du ja alles. Bin mal gleich wieder da. Passt. Alter, ich kann mir gar nicht mehr angucken mit der Yacht, Alter. Ich kann auch nicht weggehen, weil ich genau hinter da stehe. So, guten Tag, ich bin wieder zurück. So, ich gehe rauf. Wer ist ich? Camping, hallo, Stefan. Wer nicht gerade parken kann. Wer? Oh, Mann. Man muss nur gucken, Alter. Der erste Anhänger steht schon schief und der zweite steht nochmal in die andere Richtung schief, also. Ich war's nicht, war mein LKW. Ja. Ja. Kann die Dinge selber nicht gerade parken. Also von dem her, muss man ja nicht können. Oder ist Tobi jetzt in seine Yacht gegangen, Alter? Na, alle schauen wir, wenn's aber nicht schön gerade. Tobi? Auf nicht. Tobi? Es ist schlecht. Das ist AFK oder was? Warte, ich muss meinen kurz testen. Mein Telemetrie springt. Warte, ich muss meinen auch mal testen. So, wieder da. Der Rico da? Ne, der ist gerade drüben. Hat gerade irgendwas gecrunched bei mir, Rico. Da ist das Mikro noch an anscheinend. Bei mir geht der Telemetrie nicht mehr. Such das Mikro. Bei mir geht gerade mein Anti-AFK, ne? So, wieder da. Mahlzeit. Der kann auch nicht gehen, wenn er nicht an ist, ne? Ah, jetzt hat sich gemutet. Ah, jetzt geht das, okay. Bei mir geht's nicht, Telemetrie startet nicht. Leck. So, es geht. So, ist der Tobi eigentlich mal wieder da? Nee, noch nicht. Und ist er immer noch in seiner Yacht da drin, oder was? Ja. Siehst du es auch? Dass seine Yacht ein bisschen hüpft? Ja, so ein bisschen. Ja. Ey, ist nur ein kleines bisschen. Du willst ja auch nicht wissen, was da hinten abgeht. Ja, Mann, ey. Ich hab mir die falsche Parklücke ausgesucht. Nicht, dass es auf einmal rausspritzt dann, nee. Ja, aber hier ist noch eine Scheibenwischer dran, also da brauche ich jetzt mal neue Scheibenwischer. Oh nee. Und eine neue Scheibe. Dani! Ja. Wo bist denn du? Alter Rost, glaube ich bin der E-Aggressor, wie es mir gesagt wird. Ja, dann Kim heute. Egal. Komm mal vorbei, oder? Ja, Kim, du vorbei. Ja, ich kann derweil nicht hin, gell? Ihr müsst mich dann irgendwo einsammeln. Der Bus hat den jetzt nicht. Oder stell dich zu Philipp, dann ist er nicht so. Ja, ich bin direkt neben dem. Ah ja, dann. Dann macht sich ein schöner Abend. Mach mal. Wollt ihr kommt ja dann in Bialstock, kommt ihr dann vorbei, oder? Da fahren wir durch. Ja, das Bialstock. Dann warte ich da. Wir stehen jetzt gerade hier an der Dings, an dieser komischen Bauernhof. Ach, gerade zurück, wie das Kacke ist. Jo. Was? Wir sind auf einem Parkplatz. Nee, der Philipp und ich. Wir machen den Kuhsex da. Ja. Boah, dieses Sound von den Tieren, dass sie sich mal nicht rausnehmen können, ist so unnötig. Sei mal froh, dass das nur Sound ist von den Tieren, nicht, dass sie dann die ganze Zeit kacken oder so. Das ist genau der gleiche. Das ist der gleiche Sound exakt im ETS-1. Gleiches Sound reingenommen im ETS-2. Sag ich direkt. Oder die brechen aus dem Stall aus und scheißen auf die Straße und dann hast du Straßenhuppel drin. Und dann fährst du gerade mit einem Rad rein und rutscht dann komplett weg. Genau, und am besten schleudert es den Dreck, also die Kuhscheiße sozusagen, am Reifen hoch und am Hintermann an die Frontscheibe. Ja, klar. Oder ja, ich würde die Frontscheibe rauskicken, neue Frontscheibe klemmen genau. Und dann weiterfahren. Ja, wenn das gehen würde, wäre schon lustig, ja. Auch rauskicken kriegst du sie während der Fahrt. Aber eine neue Einsatz, ich glaube, die kriegst du nicht so schnell rein. Wenn sie den Kühler reinzieht, die Scheiße, dann hast du einen schönen Geruch in der Kabine. Oh, Alter. Bunker neu erfunden. Braucht die doch nicht so schwer anstellen. Tritt die halbe Scheide raus und der Rest macht die Klarsichtfolie. Oder Kopf aus dem Fenster halten, wenn der fährt. Ja, zum Beispiel. Dann scheißt der Vorderband oder so. ist aber auch scheiße, wenn er dann wieder durch den Kuhfladen durchfährt, hast du im Gesicht. Wortwörtlich scheiße. Er sieht so Spaß, ich schon mal die Schlammmaske. Ja, Intensivpeeling, ne? Ja. Ich meine hier so Fernklammer gerade so. Arsch raus aus dem Fenster und erstmal schön abseilen. Es gibt solche Videos, die haben es gemacht.
Sind während der Fahrt einfach haben sie den Arsch rausgehalten und haben jetzt gehörst du dazu, ne? Den Themen, ich will mal eine rauchen, gell? Ja, viel Spaß mit erwischt. Oh, Alter, ihr seid solche Drecks, okay. Danke. Das Größte bist du. Ja, das weiß ich. Sei froh, dass der Livestream nicht das TS hört, hey, die hören sich alle auf den Kopf. Der Witz ist, ich hab auch grad einen Livestream. Und mich hört man leider. Ach, ihr seid live, oh verdammt. Muss ich mir aber nehmen. Ich bin hier im Datenschutz, Datenschutz. Hat man dir dazu gehört. Datenschutz. Horrorcraft 13. Hm? Horrorcraft 13. Okay. Paragraph 13. Der kann mich am Arsch lecken. Ja, mich auch. Wunderbar, geht auf der Straße mit. Das Vorteil ist vielleicht mal groß schreiben. Was? Nix. Muss mal im Chat aufpassen. Gute Fahrt, klein, hm. Vielleicht nur eine kleine Fahrt. Kleine Rundfahrt. Muss man Gas geben, Fahrt ist fertig. Ja. Oh, schade, ich hab keine rechte Referenz. Wilma Inhaberin, was muss to your Chanel end up here? Scheiße! Holt euch extra das Video, Link schicken. Ja. Unterstrich der unterstrich verwirrte unterstrich was moved to your Chanel end appears. Froh, dass er es nicht bekommen kann. Mit W was moved out of your Chanel end disappears. Ja, einer war doch gerade froh. Wer war das? Hm? Wer war froh, dass er es nicht bekommen konnte? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Die alle hören still waren. Könnt auch anders die Regeln lösen. Hey, das ist ein ganz schönes X. Hey, das ist ein ganz schönes X. Ach Gott, was soll das sein? Ich schmeiß mal hier was in diesen Raum. Kannst du nicht! Was? Auch kannst du nicht nix in den Raum schmeißen? Ich wollte auch schon was. Warum nicht? Weil irgendwas geschützt ist. Ich hab keine Rechte dafür. Wo ist denn der Rest hin? Sind die anderen mehr da oder was? Pascal? Ja? Ich kenn die schon. Aber ich weiß doch, wäre der Fall. Wilma, wo sind die anderen? Wo sind die alle hin hier? Ja. Ah, ist Pause. Ja, aber die sind doch deswegen alle jetzt raus oder was aus dem Spiel oder wie? Ja, vielleicht wurdest die du sind hinter dir, die stehen gerade hinten in der Ecke. Nee, also hier fehlen noch eine ganze Menge. Wir waren doch vorhin 17 Mann in der Tabliste. Ja, ja, Nick ist auf jeden Fall, glaube ich, raus bei uns. Dann schicke ich mal, mach mal so. Ja. Kennst du die Problematik, wenn man keinen AFK-Bot drin hat? Hallo? So. Da hat einer immer noch sein Echo drin, ne? Das wäre sehr nett, wenn er das jetzt langsam mal. Wenn der mal wissen, wer es ist. Ich sehe den. Das ist bei mir, aber eigentlich dürfte gar nicht sein. Ah, Tobi Rogert, bei Tobi Rogert eingeschlagen. Warte mal, ich probier mal ein bisschen runter. Will mal ein bisschen. Olli? Ja. Das musst du echt mal nachmachen, ne? Schön Fenster runter kurbeln. Jetzt, wenn Rico das Mikrofon weg hat, dann ist es besser. Es ist weg. Ja, irgendwie schon. So, jetzt müsste es eigentlich besser sein. Test, jo, perfekt. Gut. Rico, warte, nee, jetzt wollte ich eigentlich die ganze Zeit mal, Wilma, du wirst das bestimmt können. Ich schmeiß mal hier unseren. Den Link rein zu unserem Konvoi. Hey, Mark ist bei Mark. Mark ist da der. Dieter 123 joined your Chanel and appears. Also, du brauchst ja bloß den Link hier reinschmeißen in der Konvoi-Gruppe. Da, den dir jetzt gerade Sender bin. Kopierst du und schmeißt einfach rein, weil du müsstest es ja können. Weil wir können ja nicht extra reinschreiben. Richtig, und schon können die alle anderen das Video hoch zum Konvoi sehen. Ist auch sehr schön geworden. Dass ich sehr viel Mühe geben. Hab's dir geschickt, ja. Ne? Weil jetzt möchte ich dir auch mal was sagen. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass du die ganze Zeit Werbung für deinen Konvoi machst. Aber es nervt, wenn du dann unterwegs immer wieder Leute ansprichst, weil dann hört man das halt im Funk doppelt und dreifach. Rico? Ja, schön, wenn du das so langsam mal einstellen könntest. Rico? Ja.
Können wir mal auf einen anderen Channel gehen, bitte? Geht sofort? Ja, ich meine, ich habe ja noch Pause. Na gut, dann nehmen wir noch 3 Minuten. Jo, geht schnell. Rico 1404 INRH und GSC Dani 5000 left your Chanel and disappears. Nico? Jo. Was ist denn los? Dein Stream ist offline, oder ne? Ja, ich hab jetzt ausgemacht, weil Core Sound zugeschaut hat. Jetzt ein Zuschauer gehabt, mich selber. Ja, Alter, mal oder was? Ja, freilich. Soll ich nochmal? Nein, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ja, ich mal schon. Riech nur deine Kabine. Ja. Ja, da kannst du ein bisschen rausmuffeln. Du riechst deine Kabine? Ja, der riecht immer nur so Käsefüß. Ja, das ist aber echt so. Hallo, gibt's her. Komm. Dani 5000 oh. Joined your Chanel and up here. Gelegen, ich muss wohl sein, der jetzt. Oh, Armer Norman. Wie macht's? So, macht ihr langsam eure Motoren wieder bereit? Ich bin bereit. Haben wir schon irgendwas geplant, zwecks tanken? Ja, nach Absprache. Wenn einer sagt tanken, dann gehen wir tanken. Ich muss auch demnächst. Ja, ist ein bisschen unter halb voll. Ich wollte nur schon mal fragen. Nicht so später mit reinrufen oder so. Au, 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 Nico, was machst du da? Das war doch da irgendwie schon mal was planen, irgendwie. Der Lack bald. Schon, ne? Ich stell mich nur schon mal vor. Ja, ich hab auch nur 600 Liter, ich muss auch wahrscheinlich tanken. Weil im Akku ist schon auch kein großer Tank drin, im alten. Oh, Schätzelein, fahr mal vor. Stopp. Der Marc hat geschrieben, stopp, noch nicht weiterfahren. Wenn man die Taste bei dem CW drückt, ne? Ja. Dann wird das Problem, dass mein Mikrofon. Wilma Inhaberin left your Chanel and disappears. Mich nervt aber, ich muss immer zweimal dann darauf tippen, dass mein Mikrofon wieder entmutet ist. Darf ich kurz dazwischen kretschen? Da musst du einen neuen Befehl machen für loslassen. Also du musst das zweimal sozusagen belegen. Also musst, wenn du Mikrofon stumm schalten oder Mikrofon Aktivität irgendwie steht es da, dann drückst du dein Hotkey mit X, dann bestätigst du das, dann machst du noch einen, genau das gleiche nochmal drunter, und dann musst du einmal nur draufhalten. Also dann kannst du draufhalten und dann kannst du wieder losgehen. Erklärt hatte. Soll ich dir das gleich erklären? Komm, warte. Das machen wir jetzt noch schnell, bevor wir losfahren. Weil ich muss an, weil ich hab nicht von Wilma allen Inhaberin joined your Chanel and appears. Oh, ich hab nicht von allen leider die IP-Adressen oder gegebenenfalls die Dings-Adressen, dass ich überhaupt irgendwie kontaktieren mit kann. Mit was move to your Chanel, ASC-Inhaber mal joined your Chanel and appears. So, dann fahren wir jetzt weiter. Okay, aber kannst du dich dann eventuell muten, also wenn du schon belegt hast, dass du einmal kurz drückst und dann kannst du im CW-Funk reden? Ja, möglicherweise ist das wieder raus, ich weiß nicht warum, warte mal, extras, ne? Ja, warte, machen wir das schnell noch, wartet mal kurz, Mädels. Ja, so. Ich mach zwei Minuten länger. Optionen? Wimmer, platze dann schon irgendwo eine Tankstelle auf der Strecke ein? Dann. Ja, dann die nächste fahren wir raus. Okay, super, danke. Dann machst du hinzufügen. Achso, nicht mal, lösch mal, oder beziehungsweise was hast du jetzt schon konfiguriert? Also X hast du schon. Auf das beantworten und nee, also habe ich noch nicht, warte mal. Hinzufügen, dann war das irgendwie Mikrofon, ne? Genau, Mikrofon Status umschalten, einmal markieren. Ja. Dann hast du oben bei Hotkey steht beim Drücken der Taste, also beim Drücken der Taste, beim Loslassen der Taste. Machst du einmal beim Drücken der Taste, dann genau, machst du X. Wenn du das hast, dann hast du das okay. Dann machst du das gleiche nochmal, Mikrofon Status umschalten, markieren. Nur diesmal setzt du den Punkt beim Loslassen der Taste. Ah, jetzt fällt das wieder. Gut. Wunderbar. Dann, und dann musst du aber nur halt in-game X-Taste gedrückt halten, damit du dann auch in-game gemutet bist. Kann ich dann mal kurz einfach testen. So, ja. Test. Ja. Perfekto. Perfekt. Ja.
Ja. So, können wir dann jetzt weiter oder ja. Sieht das bei euch aus? Ja, zurück. Zurück. Ist der Dieter LP von der Löwenlogistik bei uns? Also, falls du es, ja. Dieter von der Löwenlogistik, hast du unser TS-IP oder brauchst du es? Der sitzt hier im TS. Achso! Der wird er dann nicht. Achso, ja, weil ich hab. Weil das war der einzige von denen. Okay, dann Dieter. Da? LP? Zu 6. Alex, dann bin ich jetzt hinter dir, ne? Weil was meinst du? Das ist anscheinend wirklich auch drauf, ne? Also Tobi ist auch noch weg, oder? Philipp 97, das ist eine CT von Jörg Chanel. Ich lasse dich vor. Dieter ist nicht wollen hier bitte Platz mit. Mark hält sich vor, das ist nicht vor. Philipp 97 joined your Chanel and appears. Ich bin hier von der Löwenlogistik, kann der mal mit dem Chanel mit dem Platz tauschen? Achtung, Philipp, ich bin Kohle. Jo. Das ist ein Markt hier, also das ist ein Rutschig. Ja, wir müssen jetzt hier eh abbiegen. Ja, er kommt auch. Ja, kommt eh ein Konvoi entgegen, ne? Konvoi von vorne. Jo. Oh. Jo, ich lass den eigentlich rein. Das wird jetzt Millimeterarbeit für uns. Aber ihr wisst ja, das ist so. Was? Zwei Admins. Komm, Konvoi jetzt hier ran. Zwei Admins. Danke, Dito. Alter, hat Mark gekickt. Ja, aber trotzdem, Alter, weißt du, die fahren die beide an. Was hat der denn Mark? Eingeloggt, ne? Er hat Mark gekickt. Den anderen, der überholt hat. Wer liegt denn da auf? WTG. Mal ausschalten, dann wird es bald noch ein bisschen beleidigt. Ach, was jetzt? Ja, bei mir. Warte mal eben. Der komplette Fächer verabschiedet. Also Anwendung. Gute Fahrt euch! Geht nicht mehr. Okay. Also, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, ciao. Guck mal, da kommt euch ein Hotel. Ja. Oh, was haben die denn hier? Die hüpfen alle voll. Ja. Die nehmen wir auf. Einfach abgehoben. Einfach abgehoben auf einmal. Wir haben doch das Abo. 74. Wir haben da drei. Wir haben da noch mehr? Wir haben da noch mehr. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Mit wem in Duo Chanel Timing Out? Hier. Da war doch keine da. Pascal, wir finden von hier. Alpha, der mit seiner speziellen Fackeln, ja. Ja, den Bus hat sich da noch ein bisschen weiter aus. So, da kommt eine kleine Tanke. Wer tanken muss, fährt raus, der Rest fällt sich am Straßenrand bitte auf. Also, da bitte kommt dann davon. Wenn der Vordermann tanken muss, lässt mir bitte eine Lücke, dass der dann da wieder einschleppen kann. Olli, der Weg, geht Gas. Das heißt, der ist gleich da bei uns, oder? Deswegen ist die ganze Konvoi-Leitung vorne. Ich kann nicht schneller als 100. Da steht gerade in der Luft. Twaxburg. Ja. Bin ich schon ein Punkt, wo wir uns dann einreihen sollen, oder? Gegenverkehr, gegen. In der Luft.
Ja, ich bin in die Eisen gegangen. Aber hier vorne kann man sich eine Seite hinstellen und mit dem. Ich liebe es, wenn es turn on your headlights, if you will not enable. Voll der Witz, weil meine Lichter sind an, weißt du, und die sagen, wie soll ich Lichter anmachen, damit ich nicht gekriegt werde. Oh, Matze, ein Stück vor. Muss da irgendwie jeder Tank fahren? Ja, wow. Meine Pass. Also ich auf jeden Fall. Weil ich sehe da vier Leute, das hat auf der Tankstelle ich. Jo. kurze Frage, wie viele Kilometer haben wir noch? 1197. Oh, es geht noch. Bitte auch noch tanken. Hinter dir alle weg, vor keinem weg. Der war da bloß noch sein, nee, der kommt noch. Von euch? Der Strich hier kommt nur. Ich hab doch knapp dritten Tank, aber sicher, sicher. Kalle ist auch noch hier, der steht hier auch noch. Vorsicht, der Franzose überholt. Hey. Kommt ja die Löwen nur richtig jetzt vor. Schätzelein. Gegen Verkehr. Ja, weil die mit jemandem tauschen soll. Ja, mit dem Schatzi-Lasen. Warum wärst du jetzt mal schon kurz wechseln willst? Alles gut. Jetzt knapp. Das wird knapp. Halt die Fresse. Oder willst du vor? Nee, nee, alles gut. Überholer. Hast du gerade abgesoffen, Dani? Ich habe in den zweiten geschalten, ohne Gas. Du schiebt man richtig, obwohl mein zweiter Anhänger ist auch noch auf der Straße, oder? Jupp, aber voll gespawnt. Scheiße, ich krieg die mal von da mit zwei. Das bin ich richtig. Du spielst kein Landwirtschaftssimulator, du kannst zwischen den Hänger nicht wählen, entweder ganz oder gar nicht. willst du denn sonst über als Großpreis haben? Okay. Ich hab hier ein paar Stück, neben dir hat die Stück. Brauchst du ein Geschenk, dann sind wir auch stark in meinem. So, weil wir fertig jetzt mit Tanken sind? Tanken ist schon. Ja, dann los. So, Strategie. Kommen wir weiter? Ja. Ja. Okay. Weil die Yacht fängt hier wieder an zu wackeln. Also ich möchte nicht, dass was hier überall wieder hinten. Ja, wer weiß, wer sich da drin versteckt, ne? Müssen wir vielleicht die ganze Zeit da hinten rammeln, Zahlen. Du, wie das hin und her zappelt. Ja, ich lass ihn anders fahren. Genau. Ja, kann auch sein. Oh nö, dann ist er langweilig. Die Yacht wackelt deswegen so, weil es ins Wasser bringt. Genau. Ich will vom Trailer. Erst, wir brauchen aber noch ein bisschen zum Wörthersee. Das hab ich auch noch nicht gemacht. Nur mit Gang schalten und schnürden, wenn ich Gas gebe. Mach mal Scheiße. Ja genau, die Kupplung gehen lassen. Anfang gehen lassen. Ich halte ohne Kopf gerade. Wir sind jetzt kurz vor Bialos. Ihr fahrt dann nach Warschau weiter, ne? Also Bialetzburg. Bialetzburg. Das haben wir schon mal ein bisschen. Hab ich nicht verstanden, weil wieder alle durcheinander reden hier. Wir können euch nicht entgegenkommen. Wir stehen jetzt gerade bei Agnus, aber der Firma. Wir sind direkt in Bialos, da in der Stadt. Okay. Kommen! Das scheint reicht, dankeschön. Dann hängt euch bitte einfach hinten dran, okay? Alter, Alter, dann ist es dann. Vorsicht, Verwerter! Ui, da kommt was. Vertraute Menschen an Gott. Alles gut. Rechts, hätte ich gesagt, du bleibst da einfach stehen und fährst nicht raus. Oh Mann. Dani, kurz, Frage. Ja, okay. Hättest du eventuell Lust auf Race Room nachher? Ich ja, plante Rocket League, aber Race Room können wir mal schauen, dass wir ein paar Runden drehen. Ja, wie lange bleibst du halt? Musst morgen schaffen. Ich hab Ferien. Was heißt? Ich hab Ferien. Du hast Ferien. Später machen wir erst einmal Rocket League und dann. Ich hätte jetzt mit anderen Mates Rocket League geplant, weil die so, danke, später online gut kommen werden. Okay, wir können aber nach dem Konvoi Racing machen und dann. Das
noch unterwegs und teilweise riecht ihm so. Hast du, brauchst du wieder Kerzen? Ich finde. Er wird. Aus dem Bett. Ja, genau. Noch einer von der PD? Ja, klar. Auch von den Spiris. Von den Spiris, also das ist wirklich gut. Wir sind hier die Klebestreifen, nicht persönlich, ja. Wir haben den Stirnacken, ja. Aber wir sind die... Von der Tesa genau. Ah, wir packen hier welche. Hinter der Ampel. Und den Weg weg habt ihr da auch noch? Jo, haben wir auch. Ja, ich kenne euch alle da drin. Wir brauchen nichts Zeug. Macht mich mal Angst. Ja, ich weiß aber nur, weil er eine Absicherungsfirma drin war. Nicht nur das. Ich war sogar zwei Absicherungsfirmen drin und ich war bei der KTL drin. Na, warst du bestimmt bei der Nomadec oder bei der Consec? Nein, Consec. Als erstes bei der Consec und dann, wo ich bei der KTL reingekommen bin, sind wir dann irgendwann, haben wir unseren eigenen aufgemacht. Wie ist der Fahrt gerade vorne? 74. Warte, da geh ich nicht rein durch. Du kannst auch voll durchdrücken, wenn du willst. Nee, ich hab die ganze Elektro-Simulation gefunden, mag ich nicht. So schnell muss auch nicht sein. Aber wie geht's euer Spiel nackt? Ist er immer noch so nackt gehabt? Er kriegt tatsächlich sein Essen, also ihm geht's gut. Nee, uns geht's allen eigentlich ganz in Ordnung. Man muss natürlich wie in jeder virtuellen Firma mit Problemen umgehen, aber wir müssen auch. Hier, Nico, hast du jetzt 50 Euro auf dem Tacho oder was? Ja, weil die Simulation für mich. Wir schätzen ja davon eh auch 50. War knapp. Gibt ein Bahnübergang. Alle springen. Bahnübergang wurde leider nicht angesagt. Bitte einmal stehen bleiben und zu prüfen, ob er zukommt. Aber der macht sofort haben wir unser Lok dabei? Dann würde ich das abladen. War das nicht über so? Kam das nicht im Punkt? Da wo wir unser Lok transportiert haben, sollen wir nicht die auf die Gleise abladen? Das war gerade eklig so. Ja. Da hatte man eure Lok, damit ich Platz hatte. Also wir hatten den Lok. Ja. Soll ich nicht überholen, muss ich hinter dir bleiben? Also von hinten kommen jetzt die zwei, gell? Die nicht zu uns gehören. Ja, ja, ja. Alles frei. Alles frei. Alles frei. Alles frei. Gut, ganz rein. Also wir hatten das letztens wirklich, wollte ich mal kurz erzählen, weil ihr dachtet, Bahnschiene und Block und alles. Wir sind letztens mit unserem Trailer wirklich drin, also auf so eine Bahnschiene gefahren. Ich hab das als erstes gemacht. Und ich sah zu den Leuten, also hier zu unseren, ich sah, ey, die schwanken die jetzt hier. Und die sind immer so, weil die haben wirklich ein Problem. Ja, ja, erzähl mal. Dann kommt, ich werde geschrieben, dann hat er das selber aus. Also das ist so. Wenn du auf eine gewisse Bahnschiene rauffährst, du willst über die Bahn rüber, also über die Straße quasi, dann geht wirklich, dann nicht schwanken. Es geht nicht nur in ETS, in ADS funktioniert das auch. Das habe ich da auch schon getestet. Ja, hab ich mal quer hingestellt und wenn man geht, die Schwanken, toll. Bleibt dann so. Nee, war schon interessant, dass das noch geht. Aber das war nicht so politisch. Früher bin ich im MP als allererstes an der Schranke stand, ist der Zug manchmal nicht gekommen. Kommt da, hat nichts gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Schranken hier, das ist gut und schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir da schon, so wie bei der Mautstelle, längere Wartezeiten. Weil im realen Leben, wir gehen ohne die Schranke zu und der Zug kommt dann auch. Ja, oder? Echt nicht? Manchmal ist das so. Du dann noch was? Ist ja manchmal auch, dass die Züge schon durchfahren, wird die Schranken nach unten gehen. Oder jemand da schon bei Hochrot hat, dass nach oben fährt, so ganz normal. Das wäre nicht so. Ja, gut. Das muss das sein. Wenn das im Singleplayer, wenn es im Singleplayer gibt, da sowas gäbe, Stausimulation und so. Da habe ich ein paar Mods. Ja, Traffic Jam Mod. Ja, ohne Mods, mein Schatz. Nee, das geht nicht. Ach so. Kannst du die Config einstellen, du musst nur
Traffic auf 10 stellen. Traffic auf 10 stellen, genau. Ja, ja, und dann stellt das denn nur dichten Verkehr. Dann lass uns so einfach vermehrtes Verkehrsaufkommen. Da ist ich kein Bock mehr, hab ich rausprobiert. Ja. Geil wär's auch, wenn sie diese zufälligen Straßenereignisse synchronisieren würden. Was mir? Dass du die nicht selber einstellst, sondern dass es zufällige Straßenereignisse auf dem Server gibt. Ja, ja, wenn das so ist, du hast ja eigentlich eine andere Anwendung. So, dass alle die haben, ja klar. Ja, meine ich ja. Ja, genau, ja, verständlich. Das Problem ist einfach, dass bei nichtigen Synchronisierungen, wer da drinnen hat, muss rechts ausweichen, weil es gerade manchmal erst kurz vor dem Ding ist. Ja, dann ist es blöd, dann zieht auch so den rüber, weil die Sachen kaputt machen und guckt, dass die Reform bei der nicht sieht, dass die Reform ist. Ne? Das ist halt ja immer ein bisschen problematisch, weil manchmal ist so viel Platz, dass man einfach nur ein bisschen leiter fährt und so ein paar Symbole trotzdem an vorbei. Ja, das ist halt aber das Problem zwischen Spieler und serverseitig. Ja. Was mir noch fehlt, ist bei der AI, dass die AI ein bisschen mehr kommuniziert, ein bisschen mehr interagiert. Wieso? Ja. Die Tina war vorbei, die haben Vorfahrt. Nee, ich weiß nicht, was früher war so gewesen, wenn du mit Single-Player. Achtung, lieber Olaf. Ja, das ist so. Wenn du früher im Single-Player den ja, andersrum, was hast du, direkt Spur zu suchen auf der Autobahn. außerdem, wenn du siehst, mit Spiegel, aha, es ist jemand in Anmarsch, warum siehst du dann die Spur, dann du doch abwarten könntest, dass der vorbei ist. Ja, also. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin privat so ein Autofahrer, ich hab's halt. Das ist doch völlig egal. Das ist eine Ansichtssache, weißt du? Ich sag mir ganz einfach, der LKW, wenn der abbremsen muss, braucht der mit den 20 Kilometer zu beschleunigen. LKWs haben Rechtsfahrgebot. Ja, genau. Durchgängig. Weil die brauchen durchgängig. Dafür 3 Jahre. Für Auto. Also natürlich, jeder Straßenteilnehmer hat Rechtsfahrgebot. Der LKW ist verpflichtet, rechts zu fahren auf dem Autobahn. Deswegen ist er gut, aber die dürfen auch überholen. Ja, aber wie lange brauchen die denn, Alter? Die brauchen 3 Jahre. Achtung, warte, dann rot. Ja, aber ich eingeholt, gell. Stopp mal bitte mit dem Ding. Stopp mal bitte. Ja, überholen. Alter, geht ja wohl nichts. Überholen erlaubt, aber das Überholmanöver darf nicht länger als 3 Kilometer dauern. Die brauchen meistens länger als 3 Kilometer. Genau, länger als 3 Kilometer und es ist strafbar. Weil ich glaube, die haben nur 1 km/h, die manchmal nur schneller. Und das dauert echt ewig, wenn die 1 km/h schneller sind. Ja, also, das Problem mit dem Links. Das Problem mit dem Linksspurfahren ist oft, wenn es auch dreispurig ist und es zu Staus kommt oder mit der Rettungsgasse. Gut, Rettungsgasse ist ein Thema für sich, aber wie oft die Polizei von hinten ranfährt und fragt, sag mal lieber LKW-Fahrer, was hast du mit einer dreispurigen Autobahn im Stau ganz links zu liegen? Hat das gar nicht zu tun. Ja? Ja, aber da fängt an. Wo fängt an, woher kommt? Ja, klar, und damals, ganz ehrlich, wenn ich sehe, ist der eine hier. Ja, manchmal ist es wirklich eine ungünstige Situation, gerade mit die Autos, die auffahren oder LKWs, die einfach den Sicherheitsabstand einkürzen. Da kann ich schon verstehen. Ich als LKW-Fahrer, weißt du, ich bin schon kurz abgelassen, die LKW-Fahrer gehen das Gas schon weg. Ganz kurz, seid ihr alle über die Warnung besser kümmern? Gleich, ja. Und heutzutage haben die LKW-Fahrer einfach so dermaßen Zeit zu. Pass auf, der hat super gebaut, Mann. Ja, das verstehe ich schon. Ja, ich gucke ja auch viele Reportagen darüber. Es ist halt meiner Ansicht nach, es ist einfach Leben und Gehen, weil du, es ist einfach miteinander, nicht gegeneinander. Und wenn das stimmt, ich hätte manchmal nicht. Hätten wir auch nicht zu fressen in den Regalen. Stimmt, ich meine, ich komme auch aus dem Büro, also aus einer Berufskraftfahrerfamilie. Ich hätte es eigentlich auch gemacht, wäre das mit meinen Augen nicht. Ich meine, andersrum, natürlich ist es manchmal nur 1 km/h Unterschied und natürlich
haben die mehr als 3 Kilometer im Überholvorgang, aber die haben teilweise so einen Druck, dass selbst so 1 km/h, was der schneller ist oder langsamer ist, viel ausmacht. Weil die fahren teilweise. Das behindert ja den ganzen Verkehr. Aber da muss ja Langzeit berechnet werden. Was ist denn die 2 Stunden Weg? Und dann ging so einer auf den Deckel. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ja? So. Elefant. Das ist jetzt eine Diskussion ohne Boden. So. Es ist einfach, du hast als Normalsterblicher einfach heutzutage kein Gefühl mehr oder du weißt einfach gar nicht, was für ein Druck hinter so LKW-Fahrern steht. Ja? Wir müssen, deutsche LKW-Fahrer haben auch zusätzlich ein großes Problem mit dem polnischen, russischen Billig. Eben weil sie billiger sind, da hält sich auch keiner. Die haben teilweise miserable LKWs, die für die ganzen Unfälle hier zuständig sind. Ja, und dann fangen lieber mal da an zu meckern, als über LKW-Fahrer, die für einen Überholvorgang 5 Kilometer brauchen oder von mir aus 6 Kilometer. Ja, fang erstmal an, dich über so Polacken. Sorry, ich habe nichts gegen. Ausländer, aber irgendwelche Polacken oder so aufzuregen, da solltest du anfangen. Nein, ich überlege nicht. Wenn du über Polen redest, LKW-Fahrer, die haben meistens Tachos manipuliert. Warum überhaupt in der Kita? Ja, die haben alles manipuliert. Weil die Tachos am Hafen, das habe ich schon oft genug gesehen, weil ich habe die Dinger auch im Auge gehabt. Das ist abgefahren, keine Aufgabe. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich hatte so ein Zeichen, polnischer LKW-Fahrer. Setz allein nochmal noch. Der ist im Rad gefahren auf einer Strecke, wo für LKWs 80 sind. Der war auf der linken Spur mit 100 unterwegs, hat die Bullen im Schlepptau quasi, um das zu merken, um zwei Fahrzeug, ist mit 100 auf der linken Spur gefahren, da kam ein Blitzer, der hat auf der linken Spur schlagartig von 100 bis 20 runtergepackt, der ist ein Blitzer, hat danach der Gas gegeben, aber das ist kaputt gesagt. Ich meine, es gibt wie überall, es gibt auch deutsche Arschlöcher. Ja, aber wie gesagt, heutzutage muss man sich nicht mehr über LKW-Fahrer aufregen, die irgendwie über den Überholvorgang komplett aufregen. Hier ist Lufthubbel gewesen. Was war das? Lufthubbel. Hab ich voll gebremst, der Anfang der Brücke. Aber ich sag mal, dieses Konkurrenzding ist das geheult durch die Globalisierung und alles überall. Überall. Das ist ja nicht nur das LKW-Gewerbe. Natürlich ist es nicht nur das LKW-Gewerbe, aber beim LKW-Gewerbe fällt es halt am meisten auf. Ja, weil die Fahrer dann die gearschtesten sind vom ganzen Verein. Ja, das überlegt mal, wie viele Ausländer die jetzt schon liefern sollen. Was sind die Leute, die machen? Aber die Ausländer sind aber auch am Arsch, das sind auch die gearschtesten. Ja, natürlich, die sind genauso. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Ausländer. Natürlich sind sie noch gearscht, aber die Fahrer können auch teilweise nichts dafür, egal ob deutsche Polen oder irgendwas. Ich rede jetzt von den Speditionen. Ja, die Fahrer sind auch ihre schrottigen LKWs dahergestellt und müssen gucken, dass sie damit ihr Geld verdienen und ihre Familie zählen. Klar. Ja, aber so richtig hier rauslaufen. Ja, dafür hast du bei den Russen und die Familien dabei, das war ja auch ein Ding, Alter.
Bei der Rostock-Brenne ist es aber so, dass die Fahrer, die sind da 4-6 Wochen am Stück auf dem Bock, ohne einmal nach Hause zu kommen. Ja, aber ja. Ich sag ja auch, die Fahrer können da nichts für. Ja? Die Fahrer müssen bleiben. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich auch selber auf der Fernfahrer. Das ist ja auch. Will mal kurz Info, du bist 590 Meter vor mir. Na denn, Gummi. Ich weiß ja nicht, wer alles hier ist. Keine Ahnung, ob das so viel reden. Das sind drei Leute, die holen. Der Konvoi ist eigentlich relativ super. Okay, ich fahr wieder. Ja, aber Markus war 7 oder 6 Meter her. Da die Augen drauf. Wir sind dran. So, außerdem. Und außerdem, man lernt jetzt nicht mal eine Sache sagen. Man lernt ja auf einer Fahrschule. Dass zum Beispiel Linienbusse und so, selbst sie haben Vorfahrt, warum haben die Vorfahrt? Weil die einen Fahrplan einzuhalten haben. Und das ist bei LKWs nicht anders. Die müssen das auch Sache der Öffentlichkeit. Bitte? Die sind das Sache der Öffentlichkeit. Die müssen ja, das ist, aber das ist ja kein Einzelnes. Dein Fressen ist auch Sache der Öffentlichkeit. Wieso auch, hast du das aber Essen die ist oder deine Bockwurst oder dein ja, das verstehe ich vor allem nicht, weil die LKW-Fahrer, die arbeiten auf der Straße. Genau wie Busfahrer. Ja, das ist öffentliches Interesse, weil kommt der LKW-Fahrer, die kriegt seit Jahren gerade die volle Kontaktzeit. Anders gesagt, wenn der LKW-Fahrer nicht pünktlich einkommt, kriegt die Firma bestraft von dem hier von was war das immer, 75.000 Euro. Aber ich sag mal, die diskutieren jetzt darüber, aber wer unterstützt denn die LKW-Fahrer denn jetzt endlich? Niemand. Wer macht denn der Staat aus? Nicht die Firma, das ist nicht die Firma von Geld, der Staat für Geld. Ja, das macht keiner. Oh. Kann rot, ich bin sorry. Es klingt wirklich banal, aber wir spielen alle LKW-Spurweiter. Jeder, der jetzt gerade hier im TS ist oder der Spur spielt, der hat ein ganz anderes Verständnis zu der Materie. Ja. Naja, ja, nein. Ich meine, wer das Spiel spielt, ne, gibt ja auch Leute, die fahren 180 mit der Autobahn. Ja. Ich fahr doch einfach durch ganz Duisburg-Calais, voll Spaß. Du hast, das ist ein Spiel, ganz ehrlich, ja, es ist schön, es ist geil gemacht, dieses Spiel, aber es hat mit der Realität null zu tun. Ja, so würde ich jetzt auch nicht abstimmen. Ich hab das Ding an Realität aufgenommen, weil ich die auch heilen mag. Da ist aber wieder das Problem, du musst ganz ehrlich sagen, so blöd das klingt, das ist auch wieder eine Sache, von dem Producer, sprich von dem Hersteller von dem Spiel, beziehungsweise auch von Truckers und Pete, weil normalerweise müsste in diesem Spiel jeder Server so sein wie der EU1, dass du maximal 90 fahren kannst. Weil eine Simulation beinhaltet doch eine Simulation. Es ist ja eine Simulation. Ja, nee. Ja. Simulation bedeutet ja eigentlich eine Anlehnung an das reale Leben. Na ja, wer drosselt dich im realen Leben auf 90? Fahren aber alle 90. Bis 90 ist eine Toleranzgrenze. Ja, und es gibt aber LKW-Fahrer im Ausland, ja, die fahren 120, 140.
Der drosselt dich im echten Leben. Es ist eine physikalische Drosselung, die du im Spiel hast. Ja, es gibt aber auch Autofahrer, die fahren mit 250 durch die Innenstadt. Sorry, aber das kann man jetzt nicht als Ausrede nehmen. Weil es gibt LKW-Fahrer, die fahren aber auch mit 150. Ja, es gibt auch Autofahrer, wie gesagt, die fahren mit 250 durch die Innenstadt und fahren Leute tot. Müssen wir jetzt über sowas noch diskutieren? Ich wollte aber mal kurz anlegen an den Server. Wir fahren gerade nicht auf einen Simulationsserver. Also, warum reden wir? Nein, wir fahren nicht auf einen Simulationsserver. Also können die Leute in diesem Spiel fahren, die in diesem Wenn dir der Rückwärtssound stören würde, dann würdest du aussteigen, den Typ einfach auf die Fresse schlagen und sagen, mach deinen Sound aus. Mach den Rückwärtsgang raus. Aber das ist nun mal die Differenz zwischen Realität und Spiel. Damals kannst du nicht alles machen. Ja, aber du musst es mal so sehen. Multiplayer und ETS2 sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Und die Leute von Multiplayer, die haben nur das Spiel als Grundlage für ihren Multiplayer. Aber es ist kein SCS-Multiplayer. Deswegen können die von Multiplayer auch machen, was sie wollen. Das gibt es auch in Server 2, in Server 1 und Server 3. Ja, Kilometer sind gerade verflogen. Es ist jetzt jo, gut, schönen Abend noch. Boah, das geht mir so auf den Sack, ey. Danke. Wenn ihr darüber quatschen wollt, dann geht in einen anderen Channel oder macht woanders, aber nicht hier. Wir fahren hier in Konvoi. Jo, danke für den Follow. Danke, ey. Über diese sinnlosen Diskussionen über irgendwas, mein Gott, ey. Und dann stundenlang am besten noch reden darüber. Haben wir noch ein paar Minuten. Aber das wird schon vorhin gesagt. Top Comment. Ich hätte gern Quartiere in dem Bundesland, damit ich nicht fahren kann. Ja.
der Straße ist schon geil. Also, na, doch mal, gibt's echt eine große Liste, was man materiell noch ändern kann. Der Mars war. Leute, wieder alle durcheinander reden, ist auch echt geil. Genau. Wollte mal von Markus machen. Was würde ich jetzt von meinem eigenen Markus? Ganz gut, was mein Kopf ist. Ich würde alles reizen, wenn wir mal Sachen so hören. Ich sehe hier in Duisburger Palais ganz voll mit neuen deutschen Truckern. Sehr unterbesetzt von den Abflüssen. Ja. Ich würde es mal sehr gerne fördern, wenn mal ein paar mehr Abflüsse in diesem Spiel tätig sind. Ja. Nicht nur im Palais rumfahren, sondern auch mal einfach nur über die Autobahnbretter. Richtig. Oder halt mal komplette, zum Beispiel Baustellen auf die Autobahn, sodass es auch jeder sieht. Ja. Das wäre mal abwechslungsreich. Krankenwagen, etc. Kann ich auch hier fahren. Wie lange geht das? Also hier gibt es einige Sachen, die man sehr, sehr gut aufbauen könnte. Wie findest du das in die Idee, dass man vielleicht nochmal ein Skizze wieder mit einem Platz machen könnte? Also ich hätte Wünsche. Erstens mal, dass es Touren gibt, die jetzt nicht nur von A nach B sind, sondern von A nach B nach C nach D. Ja, das genau. Genau, und halt, da lädt man was ab und dann fährt man was auf und so weiter. Zwei Ablage. Zwei Ablage zum Beispiel. Genau, zwei oder mehr oder wie auch immer. Ja. Da schließe ich mal ganz kurz an dieses Thema. Da wäre noch eine gute Funktion, und zwar eine Doppelabkupplungsfunktion. Ja? Sprich für den ersten Teiler und den zweiten Teiler. Ja, das wäre zum Beispiel so. Mhm. So, Achso, ja, auch das mit Baustellen, dann der KI-Verkehr leichter, ganz cool. Ja. Dass halt auch so Stausituationen entstehen können. Achso, genau, und Mercedes-Tuning-Tag. Ja, und das ist das könnte man ja auch mit LKW auf jeden Fall beziehen, würde ich sagen. Linkpummi, ne? Den könnte man. Okay. Jo. Der Schlauch in der Spielanzeige. Olli, Olli, der hat auch. Was natürlich auch nicht. Ich kann dieses Spiel. Und jetzt wäre schön, wenn die Kinder dazwischen quatschen. Arg? Ja, was ist das für eine Aktion? War doch grün. Ja, war rot. Ja, da ist was schön vor. Ich wollte den Typen jetzt so vorlassen, weil er hört das, weil er kapiert hat, dass wir jetzt im Wolf sind und sind direkt dann nicht bei Schwampchen. Nur, dass der das probiert hat. Ja, von woher? Ja. Ja, ich wollte gerne so ein Geld. Und zwar, was auch gut wäre, wenn es nicht immer nur die gleichen LKWs gäbe, sondern in dem Fall auch mal ein LKW, der zum Beispiel nur den Koffer mit transportieren müsste. Dass du mit deinem LKW unter den Koffer fährst und dann da die Stützbalken hochklappen und dann den dann praktisch fahren kannst. Gib ich dir eine Antwort. Gib ich dir eine Wechselkopf drauf. Und zwar habe ich mit der Angelika, blablabla, wie die heißt. Die hatte mir darauf mal angeguckt, dass er einfach mal das Trailer hast du? Ja, das ist quasi auch.
Ja, diese Variante, die wir gerade fahren. LKW plus Auflieger. Das, was wir meinen, die PDF-Variante, die nennt sich quasi gesehen im Excel. Das ist ein normaler LKW, es ist kein Truck. Also, wir fahren gerade einen Truck. Also diese Kombination. Stimmt, dann ist das so unwahrscheinlich. Das ist ja, deswegen. Ja, wird auf jeden Fall eine coole Variante, hatte ich ja auch schon mal bei dir angesprochen. Alleine kommt der letzte Lieder. Ja, eine Sache. Also mehr Nebenstraßen einbauen würden und die Städte noch ein bisschen größer und offener machen. Teilweise so wie in America, dass du halt auf einer Stadt, sag ich mal, Straßenzüge hast. Da ist zwar keine Firma, aber du kannst trotzdem werden. Oder halt, oder auch ja, zusätzlich ein paar mehr Park-Areas. Ja, Problem ja. ist, dass du unterscheidest SCS und Multiplayer, sind wieder zwei Paar Schuhe. Achso, der Multiplayer, die Leute, die versuchen ja auch immer mal ein paar Sachen umzubauen, auch wenn auch mit Events sind, dann gleicht die Karte halt nicht mehr der Original von SCS. So, aber es wäre halt schön, wenn SCS vielleicht auch in Zukunft sich mal mit dem Multiplayer laut zusammensetzen würde. Ja, dass sie das halt zusammen mal vielleicht sehen können. Aber SCS ist ja da ein bisschen eigen, die wollen ja ihr eigenes Ding zimmern, auch mit dem Multiplayer. Na, die arbeiten aber ein bisschen mit dem Nebenfahrer. Das ist ein Thema. Wir haben auf dem Server hier alleine nur die Straßen, die vorhanden sind, eigentlich nicht gehen. Warum kann man die nicht untereinander erstmal so weit verbinden, soweit die Strecke auch hier ist? Teilweise könnte sich eine Barriere durchführen, gerade durch den Dorfstraße durch, dann kommt man nicht nur auf der anderen Seite wieder raus. Ja, genau. Kann ich das? Genau, ich kann ja eine Strecke vorbeifahren, aber ja, ich ja. Okay, also ich habe ja selber mal gemappt und weil ich da ja auch ein bisschen angeschaut habe, und da eben so alles reinpasst. Und ich sag mal, wenn du jetzt auf die deutschen Karte guckst, dann hast du da verschiedene Autobahnen, Bundesstraßen, und so. Versuch das mal im Maßstab 1 zu 10 zu übernehmen. Da hast du Straße gegen Straße, da kannst du die ganzen Landschaftsübergänge gar nicht reinpacken. Deswegen musst du da Abstriche machen. Doch mal Lücken lassen. Deswegen machst du da auch keine. Klar, bei manchen kann ich es verstehen, aber ja, du kannst einfach nicht stoppen. Bei ATS können sie es ja auch halt mehr Straßen freigeben, die eigentlich, wo man nicht langfahren muss oder braucht, ne? Weil die einfach einen Bogen machen, wo nichts ist. Wir denken wieder mal an das Update 1.3. Was ist mit der Karte so passiert mit der Originalkarte? Die 6% größer geworden, weil die Qualität freigebracht ist. Ja, ich rede auch nur von den Straßen, die bereits vorhanden sind, aber nicht nachspürbar. Es gibt schon gerade in den Schulbereichen, die wir jetzt von der Hauptstraße. Welche? Das ist wohl mal jetzt einige Straßen. Die sind schon vorhanden, die sind auch komplett, aber die sind einfach zu groß. Ja. Wenn ich was einwerfen darf. Oh yes. Unter Brückenpunkt, das sind sogar
deutschen Namen vermerkt. Ritter Grauschlane. Dann stand da. Ja. Das kann man lesen. Ich frage mich auch, was mit den Ständen eigentlich hier rückwärts. Runter. Ich glaube, vielleicht ist es wichtig, klarer zu machen. Wenn wir jetzt hier nach vorne sehen, dann sehen wir weiß in den Horizont rein. Dort sind wir schon in Budapest. Und wenn wir jetzt, wir werden jetzt eigentlich nicht 40, 50 Kilometer weiter, sondern eigentlich nur 5 oder andersrum. Also so weit wie wir gucken, also wie kann man da nicht hinbauen? Wenn du zum Beispiel sagst, du machst die Ausfahrt nach Buxtehude, dann bist du schon bei dem Maßstab 1 zu 10 in Polen oder was? Wenn du das da hinbauen würdest, so wie es eigentlich ist, du kannst es halt, wie gesagt, nicht reinstopfen. Ja. Da ist ja nicht eine ordentliche Lösung, wenn du zumindest den Namen hinschreibst und dann eben die Ausfahrt nicht mehr. Kannst du das nicht. Ja, gut. Osteuropa, Nordeuropa, Südeuropa oder Westeuropa nennen können, wenn sie die ganze Zeit nochmal geteilt. Hätte man das von vornherein schon machen können. Aber jetzt im Nachhinein kannst du da wirklich ja zulassen. Das ist ein Eurotruck, also so ein Jahr 3 gibt. Die Variante. Ja, also durch die Erweiterungswahl ist das auch anmelden. Nein. Ja? So ist das dann. Gut, dann. Deine. Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, wegen der AI, ne? Ich hatte das zum Beispiel heute, ich wollte auf einer Kreuzung, wollte ich abbiegen, die AI stellt sich vor mich und will mich vorlassen, dass ich gar nicht abbiegen kann. Blöd ist es, wir müssen das nochmal aufgreifen, überarbeiten, am besten noch die Kommunikation unter den AIs und mit den Spielern verbessern. Und ich, da überholt ein LKW, der andere blinkt, der hintere, und der vordere, der weiß, okay, ich kann mich einscheren, bedankt sich noch am besten. Das hast du da bei der AI nicht. Der hat die Linie und da habe ich nicht. Da kann ich einen Tipp geben, wenn der Technik Der Optionen
Lichtern, die mit LED nicht nur Panzer vorne an der Seite klatschen, sondern darf ich da was dazwischen? Was? Darf ich da was dazwischen? Also mit dem Thema. Ich durfte ja gar nichts sagen. Nee. Wahrscheinlich gibt es dann von STS ein extra kaufbares Trailer. 100%. Kann ich mir vorstellen, aber das ist auch nicht das Thema. Lizenzierte Lampen, Ja, ich denke, das ist aber auch noch ein paar Spuren, dass du was sagen. Relativ schwer umzusetzen. Die Einzelne hat der Multiplayer die Möglichkeit hätte, das wie früher mit dem Niederländer, dass man sagt, alles klar, auf die und diese Straße darfst du fahren, kannst du woanders durchgehen. Das könnte man zum Beispiel eher machen. Ja, da würde das so verleihen, die sich da sehr schön angeht. Und da, Variante würde das. Ich wollte auch jetzt. Ganz kurz, ich will mal nicht gucken. So, Dieter, tut mir leid, aber die letzte riesige Lücke und die Karte links, rechts, bleibt ich wieder bei Gas an. Bis gleich. Ja, ich
Sachen, die mir genannt werden. Die reale Farbe. Ja, so damit. Aber warum gibt es denn den Umweg? Also sie gibt doch auch unser Spiel, ich glaube, das ist ein Geschenk und das ist ein Geschenk. Alles eine Frage der Besetzung. Ja, ja. 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 Ja, Welcher Tobi? Ach so, okay, aber wir zwei Tobis haben, müssen wir uns fragen. Hast du mir eigentlich gerade aus dem, eigentlich kam schon das meiste und du meinst, was gerade noch im Kopf habe, hast du gerade gesagt, das neue DirectX. Genau. Ne, das ist noch echt wichtig, so damit wir hier mal vorankommen. Ich will ja kein ETS 3, ich will ja, dass ETS 2 weitergemacht wird und einfach erweitert mit dem DirectX, damit wir auch mal ein bisschen schickere Grafiken haben, ne? Weil irgendwann ist es halt erschöpft. Ne? Und da kannst du eine fette Grafikkarte haben, wie du willst, ne? Das ist irgendwann das Ende. Dann macht das Spiel nicht mehr. Philipp Neck, Joe Chanel. Nee, das war soweit eigentlich alles gesagt, wenn ich das jetzt so im Kopf habe und überfliege. Es waren schon die coolsten Sachen dabei und Sachen, wo ich jetzt gar nicht selbst drauf kommen werde. Also ich persönlich. Ja, hab ich gemerkt. Von wem ist das? Warum? Der Rollstuhl? Der Rollstuhl? Der
wollten alle, aber es war nur ran. Jo. Woran ja auch schon ein bisschen gearbeitet hat. Da wurde jetzt der ein oder andere geschrieben, aber ich selber bin vielleicht so wie mein Aufsichtsbarer. Die würde mir da jetzt aber wenn ich unter anderem genau rechne, wo ist es vielleicht einfach hoch? Dann heißt es, ich bin in der Hochschule, kann ich nicht mehr aus. Oder dürfen sie auch kein Tanz machen? Ja. Der war gut, Nico. Ist ja ein Truck. Oh, ja. Sorry, würde mir wünschen, dass wir da vielleicht, wenn wir in der Hinsicht einfach die ETF, ATF einfach. Keine Ahnung, Bus. Ich verstehe nicht. Bus STS. Ja, also ich kann da auf jeden Fall was zu sagen, ne? Ja, muss sagen. Es war von SCS mal angedacht. Ja, weil wir überhaupt abgelehnt worden. Man sieht das ja auch, dass überall Bushaltestellen sind. Kleine, große, sogar Busbahnhöfe. Die gibt es ja nicht umsonst in diesem Spiel. Nein, das stimmt. Wenn man, wenn man so wie hier ein bisschen mit der Gamebox auskennt und dann halt auch die Game-Daten mal rumliest, was da so reingeschrieben ist, dann stimmt die Logik. Ja, genau, steht da auch schon. Seit Ewigkeiten muss ich das drin. Die stehen schon seit Anfang an da drin. Soll ich sagen, woran habe ich? Soll ich sagen, woran habe ich? An die Praktik oder nicht? Hey, schicke, schicke ja. Als Sache, du stehst an die Praxis. Muss es immer halt. Muss es immer halt. Ich glaube, das immer ja, aber warum? 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 Kilometer hier nicht gehen. Alles gut bei dir? Komm bis runter. Yes! Wir warten.
Warte mal, ich bin hier für raus, ich muss drücken. Aber das ist... Darf ich das mit diesem einzelnen Lizenz nochmal aufgreifen? Danke, Leute, gell? Ja, ich wollte sagen, ich fang's. Ja, nee, ich fang's raus. Kein Kompetent, die erste Mal. Ich bin kompetent. Wissen, nachdem keiner was verdient. Stellt euch mal vor, der Autohersteller hätte ein gutes Auto und die Prospekt lizenziert, das alle toll finden und tun können und alle gefallen. Und jetzt stellt euch vor, der Spielehersteller hat richtig was gegen die Marke und setzt da ein ganz beschissenes Auto rein. Das findet der Hersteller wieder nicht so gut. Deswegen müssen die Firmen alles einzeln abwehren. Deswegen haben sie auch für die Busse noch nicht. Wir wissen ja nicht, ob es gut ankommt. Das ist eine absolute Kontrollsache. Philipp ist von der Netzität kontrolliert. Könnt ihr bitte 1974 Reckless Driving und Ramming. Habe ich schon gemacht. Bevor der die Karte gehauen hat? Ja. Da war ich bei der Gegner hätte umgekommen. Sehr cool. Was macht denn der da? Stellt er sich jetzt nach vorne hin? Seid ihr weiter geradeaus gefahren? Ja, ja, guck mal geradeaus. Weil ich habe auch einmal unten im Chat reingeschrieben, ich hätte Konvoi. Und er kam rechts hat Mann zu dir. Mit Doll 303 NFL Disponent ab sowie John Dior Chanel End up here. Wir sind bei denen. So, wir können weiterfahren. Hübsch zu gerne, mein Anhänger. Ich bleib hier mit dem Schick. Alles klar. Achtung, der steht hier vorne. Anna. Oh, der wird voll. My God. Mal 60 ist hier wieder auf. Jaho! Da war ich hier mal links drüber, ne? Schon mal. Wo war das Herz los? Kann ich rüber wieder? Ja, geh rüber. Okay, Falle geht rüber. Philipp, da kommt eine Tankstelle. Okay, perfekt. Raus, fahre 60 weiter, dann schießt du wieder aus, ja? Pass auf, der LKW kommt rechts zur Seite, er kommt rechts bei uns vorbei. Okay. Solange mein LKW jetzt nicht ausgeht, dann ist gut. Warte, ich will hier noch nicht runter, ich bleibe bei dir. Oh nein. Was ist mit meinem Spieler? Da steht was. Leute. Ich war gerade selten, was du gemacht hast, ne? Mit dem Fahrer noch so. Ja, das ist was der jetzt macht. Leute, der hat einen NHC an. Bitte was? Bitte was? Der hat Heck an. Das ist so korrekt, kein Problem. Das heißt, er kann durchaus durchfahren. Und könnte damit jeder. Bei mir kann er den. Ich hab Schutz, wo er vergehen kann. Ja, ich war gerade etwas abgelenkt von dem Typen da.
Nee, die hätte ich. Das war noch ein Ding, wo ich zu sagen habe. Ja, ja. Wir sind gerade auch eine Runde die Abfahrt. Wir sind jetzt erstmal geradeaus, weil ich gucke die Abfahrt jetzt im Feldweg nicht zu tun, aber ich muss die geachtet haben. Also, hinten kommt ein Autobahnkreuz, da können wir Schlaufe fahren. Was war jetzt mein Fehler? Ja, ganz kurz. Leute, immer wieder, wenn alle da sind. Hä? Ja, das ist gut. Ja. Ja, ich schön anhupen. Hier. Anhupen? Nein, ja, nicht anhupen, anhupen. Ich hab wieder soll ich das anhupen? Der Wagen kann nicht fallen, das ist Mach das Teller mit Helm? Hab ich euch mal ein Wagen getragen? Ich werde nicht nach Ulan Tür. Oder, weißt du, das Kind war. Alter, wie das aussieht, überall Punkte. Kleine, blaue, 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 Idioten auf einer Black 8 stehen. Müssen wir nochmal eine Runde, gell? Was? Gesamt 6 Runden, wenn ihr bis 6 Zellen könnt, seid ihr echt ein Vorteil. Am Ende fahren sie alle in eine verschiedene Richtung ab. Genau. Also ich stelle mich jetzt hier an Seite, ich greife den Tunnel und warte. Ey, ich muss gerade aus, nee, links, rechts, warte mal, keine Ahnung. Schön, wollte wohl noch Platz. Es ist egal, wir sind jetzt eh gleich da. Ja, ein Ding.
Ich hoffe mal, die heißt drauf. Also ich bleib drin. Ja, ist gut. Bleibe da oder was? Ja. Willkommen! Okay. Verknallt mir! Ich hab die Tür gespielt. Ach, Alter, das ist ja Arsch. Voll! Drin sitzt. Oh! Jungs, fällt da hin. So, ich hab Navi, ein Typ auf der linken Spur. Hat's auf. Guck mal, der Lächer. Alter, lauf! No action. Oi, und weg. Dann fahren wir alle voll Dampf, wenn fahren wir da auf den Rollfeld. Ich würde gerne dahin, gleich auf dem Rollfeld und Dreadway ist und schauen wir jetzt erst ab. Bei wem ist das mal einen Test, ob du aufpasst, ob du noch wach bist. Du seid ja auch noch auf. Also, doch. Wer guckt denn da ab, was? Wer guckt denn da ab? Das sag ich dir nicht, gepennt. Gepennt, ja. Ey! Will man, wo wir schon verbrechen? Das war ich nicht, ey, das war die. Ja, danke. Alter! Was ist das? Trailer da hinten, ist das ein Zementix oder was? Ja. Mir ist gelungen, der Zementix. Das war
Ich nehm die Rampe. Da war die Rampe. Och man! Arsch. Ja, was? Ja, ein paar Stunden. Ich bin so eine Länge dann. Oder Dani, rechts über Müllmann. Nee, ich pack jetzt hier. Wenn auch den Hinter einfach kurz mal rein läuft, dann Foto machen, dann könnte er wohl besser, oder? Wann machst du das Foto? Ja, wenn alle parken. Ich hab die Rampe, die ich meine. Ist da auch wieder da mal geparkt hat? Ich bin ja 3 Jahre gegangen. Kann ich wieder nicht fahren. Ey. Der gibt doch keinen Feuer. Nee, der kann ja weniger fahren. Ja, aber mein armer LKW. Sicher, willst du dich neben mich noch stellen? Ja, ich hab den gerade vor. Okay. Moment, auch noch. Wir passen noch 2 rein zwischen mir und dem Galaxy. Also ich hab Platz, dass ich gut drauf habe. Oh, wir passen auch noch mal Platz rein. Wenn alleine gut parken könnte, passen da wirklich 2 rein. Alex, da hört der Fehler nicht weg. Besten Dank natürlich auch alle den Team. So, ich hab noch rein gemacht. Ich hab gesagt, wir sind alleine. Natürlich wird erstmal einer durch. Einmal durch. Alle ein bisschen näher aneinander. Dann muss man mich sicher. Gib mir das bitte mit, ja. Ja, du bist besser, ich weiß genau. Ja, mach das mal hier nicht. Wieder kommen immer nach vorne. Hm? Wieder kommen nach vorne. Ja, hier vorne ist nur eine. Ich brauche noch einen Platz. Ich bin rein theoretisch auch noch aus. Okay, der wird mal passieren.
Warum musst du hier jetzt... Fahr den jetzt nach vorne, die Linie ist doch ein idealer Punkt. Ja, deswegen hat sich der Ich würde sagen, guck das mal an, die Seite, und guck das mal eure Seite. Ja, gell? Ja, guck das mal eure Seite an, guck das mal eure Seite an. Das ist individuell, so. Du mich auch. Nein. Oh, jetzt wird doch aufgeregt. Wieso? Mach doch einfach den Tausch kurz. Das war jetzt irgendwie klar, dass ich nicht. Was ist hier? Das sollte ja kein Gesprächsthema sein. Eigentlich soll es kein Gesprächsthema sein, aber alle Lampen. Alle Lampen. Das ist doch. Ich hab auch dann alle Lampen. Alles ruhig machen. Ich hab alles ausgemacht. Warum habt ihr denn, wenn ich mal wirklich fragen, habt ihr das schon mal im echten Leben gesehen? Wilmer und hier der dahinter steht, kein warum habt ihr so eine hässlichen Hupen nach vorne rausragend drauf? War jetzt ehrlich. Ich hab's auch wirklich echt bescheuert, da geht's nicht, Leute. Jetzt zum Wäsche aufhängen für die Pause. Ich bin hier mit der Kamera. Da geh meine Schlupper auf. Der Kalle Disponent zählt vom Server. Gut, dann erklären wir mal kurz, Alpen da scheiße.